Hallo, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Star Wars Jedi Fallen Order. In der letzten Folge haben wir ein paar Sachen gemacht. Wir haben versucht, dieses eine Gebiet noch zu erkunden, wo dieser imperiale Hangar war. Ist nicht so glatt gelaufen, ne? War relativ frustrierend. Nochmal ein Schwert und. Nochmal ein Schwert und. Zwei Schwert. So ein bisschen wechseln. So, wir sind wir haben diesen imperialen Hangar gemacht, sind nicht weitergekommen, weil die Gegner da einfach viel zu stark waren und zu viele waren und so. Dann haben wir ein paar Kopfgeldjagden gemacht und ja, der nächste Kopfgeldjagd ist auf einem anderen Planeten, deswegen verschieben wir halt mal. Und ich sage, wir machen hier ein bisschen in der Story weiter, ne? Jetzt sehe ich natürlich wieder nicht die ganzen Sachen hier. Aber so, jetzt gehen wir hier hin, ne? Und versuchen wir mal, wir müssen ja unsere Druidin auch retten, damit die uns hier Sachen gibt, ne? Wenn wir ihr hier so Datendisks oder so geben, ne? Auch ganz wichtig, ne? Ja, gucken wir mal. Nebenbei können wir noch so ein paar Sachen erkunden, wie hier zum Beispiel. Ne, jetzt sind wir wieder hier. Bei dem Ort. Mich das Spiel ja voll reinlegt. So, ey, du kannst noch da hin. Auch hier sind wir jetzt. Okay. Ich hätte jetzt wahnsinnig gern, wenn es hier mal wieder heller wird, ne? Also. Ja, dieser dunkel ist, nervt mich gerade so ein bisschen, ne? Ich sehe ja nicht so gut alles. Was zum? Ja, die Seite fand ich sowieso schon mal blöd. Du musst immer erst hier hochklettern, damit du wieder zurückkommst. Ey. Ach, da muss auch. Ich bin jetzt schon so gewohnt, dass ich jetzt hier so Doppelsprünge und so machen kann. Ne? Dass er extra hier so hochspringen muss, um da vorbeizukommen. Ne? Das ist ein bisschen doof gemacht. Rüber da. So, ihr geht weg. Ich hab gesagt, geht weg. Tja. So, ich will in der Story weitermachen erstmal. Hat genug Frust in der letzten Folge, also pff. Schon der fünfte Part, den ich heute aufnehme, glaube ich, oder der vierte. So, hier ist wieder schön hell. Tja. Da wären wir. Was haben wir denn da? Ach, so ein Ding ist das. Ah. Ich sehe dich, komme zu dir. Hast es geschafft? Du bist überhaupt nicht auffällig. Mich? Unsinn. Womit haben wir es zu tun? Siehst du den Druiden irgendwo? Irgendein Wartungsgerüst. Könnte ein Zugang sein. Eine bessere Option sehe ich nicht. Okay, sondieren wir den Weg hinüber. Ich habe so ein Gefühl, wir kriegen jetzt das, wo wir hier mit diesen Druiden ja zum Luca fliegen können, ne? Sumpf. Für dich vielleicht. Willst du mitfahren, BD? Wenn du bereit bist, mach dich zum Gerüst auf. Ich pass auf. Verstanden. So bleiben wenigstens die Stiefel sauber, was? Okay, ich schleiche mich da rein. Okay, so ein Ding ist das. Das sind diese, ja, die sind von den Klonkriegen auf Geonosis, ne? Diese riesigen von der KOS hier, von den Leuten, die sie abgeschossen haben in dieser einen Szene, ne? Naja. Ja, vielleicht erst mal gucken sollen, wo ich hinfliegen muss. Kaum vorstellbar, dass irgendwas in diesem Sumpf leben kann. Okay, wir gehen direkt auf das Ding. Okay. Boah, ich fühle mich. Ich fühle mich wie dieses eine große Krabbeln, ja.
Muss mir schon sagen, wo genau ich hin muss und so, und was ich machen muss, ne? Ja, ich kann mich da festhalten oder so. Ich fühle mich wie dieses große Krabbeln-Spiel hier. Da musste man, da gab es irgendwie so ein Level, da musste es mit so einem Löwenzahn durch so ein Beet fliegen. Also ich muss da durch oder was? Ich dachte, ich muss da hoch. Siehst du das Gebäude, Kumpel? Sieht aus, als wohnt hier jemand. Oder mal gewohnt hat. Ich meine, der hat aber irgendwie mehr auf das Ding gezeigt, anstatt hier, was dahinter war, ne? Also, da war es nicht so klar. Aber ich sag ja schon wieder nichts, ne? Ich bin gechillt heute, ne? Gott, sind da neue Gegner. So. Wir sollten diese Samen einpflanzen. Ich bin neugierig, was Pili darüber weiß. Na, warte mal hier. Was ist das deiner Meinung nach wert? Nichts ist es wert, die Raiders zu hintergehen. Und jetzt verzieh dich. Hier ist schon mal eine Abkürzung. So, kein Kommentar, so, oh, hier wohnt jemand. Dann haben wir einen Meditationspunkt. Also ich nehme jetzt mal einfach an, das eine Gebiet, wo ich letztens war, da sollte ich eigentlich noch nicht hin, ne? Oder war halt noch zu schwierig oder keine Ahnung. Einfach nur, weil, ja, das ist schon ein bisschen extrem, aber was ich da bekämpft habe. So, ach, das Haus meint der. Das ist schon wieder der Angler. Sehen wir uns das mal an. Können wir dir nicht einfach ein neues besorgen? Auf keinen Fall! Mein ganzes Leben ist auf diesem Datenpad. Hey. Kerl, was machst du hier draußen? Ich könnte dich dasselbe fragen, Zack. Ich bin hier auf der Suche nach sie. Ja, ich auch. Und ich bin Winnie Eris. Kerl, richtig? Wir haben uns gerade erst kennengelernt, aber ich könnte etwas Unterstützung gebrauchen. Was brauchst du? Ich helfe doch gern. Ich habe gehört, im Sumpf gäbe es einen Vogel mit einem prächtigen Federkleid. Aber als ich mir ein Exemplar näher ansehen wollte, schnappte es sich mein Datenpad und flog weg. Wo ist er hin? Sie haben ein Nest auf einer Felsnadel in der Nähe. Ich würde gehen, aber Winnie sagt, ich muss bei ihr bleiben. Ja, auf dieser Nadel. So nah und doch so fern. Ich werde tun, was ich kann. Du leuchtest wie die Sterne. Das ist eine Redensart von Coruscant. Einfacher gesagt... Coruscant, du bist vom Imperium. So. Das kann ich nicht bewegen. Ich kann das nicht bewegen, aber es gibt doch keinen anderen Weg hinauf auf die Säule. Und so, ich wollte da gar nicht hin. Ich wollte nur kommen. Gefährlicher Ort, um einen Fisch zu fangen. Nein, gefährlicher Fisch, um einen Ort zu fangen. Ja. Ei, das habe ich nicht an Land gezogen. Aber Sarkasmus ist ein schlechter Köder. Außerdem konzentriere ich mich auf meinen Gegner, die furchterregende Glotzernkrabbe. Ein Haus meiner alten Mannschaft, eine Kameradin von der Grapnel, wollte einmal eine Krabbe aus dem Meerschaum schöpfen, als plötzlich... Zack, komm. Schon ging sie über Bord. Also ein kleinen Dingen. Ich glaube, es sollte nicht so aussehen. Wo war ich stehen geblieben? Wir waren noch, ja, über die Wasseroberfläche. Also Wasser. Die Krabbe hatte sie beim Nasenloch gepackt. Manchmal muss man zuerst zuschlagen, stimmt's? Glaubst du das wirklich? Ein flexibler. Da waren irgendwie die gleichen Antworten. Irgendwie nicht. Ich glaub's wirklich. Aber die Ozeane der Seele macht er doch erträglicher, nicht wahr? Bleib ein Weilchen, dann erfreue ich dich mit dem nächsten Kapitel meiner Geschichte. Okay. So. Samen. Pflanzen wir sie ein und bitten Pili um Infos. Samen. Ich wollte noch gucken, okay. So, ich habe gesehen, da konnte ich nicht vorbei, aber ich komme da rüber, oder?
Was ist denn so eine Panik, Kerl? Mal locker, ja, war. Streuner. Oh, der sieht gut aus. Ja, ich bekomme schon irgendwas, wenn ich das, ey, wenn ich das machen kann, ne? Wenn ich das irgendwie operieren kann oder so. Ich will mal kurz hier gemütlich hinsetzen. Zieht mich runter. Dann sei da wieder gute Laune, wenn ich die Stimmung hier runterzieht. Nee. Boom. War nicht gerade ein Meditationspunkt irgendwo? So, wir sind überhaupt die Mission mit dem Gockel. Holo-Karte nicht verfügbar, was? Aber ich jetzt hier gerade drauf bin, oder was? Warst du schon mal auf einem so großen Schiff, Kumpel? Bei mir ist es lange her. Ich freue mich nicht drauf. Aber sie ist da drin. Wir werden nicht ohne sie gehen. Waren wir nicht mal im verlassenen Sternzerstörer im ersten Teil? Die sind doch größer als die Dinger, oder? Aber weiß ich eigentlich gar nicht. Sternzerstörer müsste auch größer sein, ne? Also, ich gar nicht gesehen. Ob der diese Drehung gesehen hat? Ja, danke. Ich schon. Oh, den hätte ich hacken können. Da. Was hat er, was sehr befriedigend ist, immer wieder die diese Abkürzung zu aktivieren, ne? Zum, ich habe doch mit der geredet. Ich habe mir von dem Vogel erzählt. Ich will wissen, wo der Vogel ist. Oh Gott. Oh Mann. Ich habe nur gesagt, wo das ist. Also ich weiß nicht, wo der Uli gesagt hat, wo das ist, aber. Bitte, dieses Datenpad enthält alle meine Entwürfe und meine Referenzdatenbank. Ohne müsste ich wieder bei Null anfangen. Also noch mehr als ohnehin schon. Ja, wo? Muss mir, Mädchen, du musst mir schon sagen, wo das ist. Sonst kann ich dir nicht helfen. Ein Vogel soll ich finden, habe ich. Ja, werde ich schon finden, ne? Und wenn nicht, dann nicht, ne? Also halt Pech gehabt. Ne, Mäuschen. Also weiter. Oh Mann. Er den seine Füße hat aushalten, ne? Oh Gott. Quietschgeräusch. Aber so schwer bin ich wohl auch nicht. Das ganze Ding hier direkt runter geht. Ich da vorbeilaufe. Aber halblang hier. Ich muss meinen Geist frei machen. Mediterran Punkt entdeckt. Na? Und so noch mehr. Probleme bei der Anreise? Nichts, womit wir nicht zurechtgekommen wären. Was ist mit dem Sumpf? Hätte
hätte fast einen Stiefel verloren. Kashyyyk. Du solltest die Schattenlade auf Kashyyyk sehen. Das ist ein Sumpf. Ja, nicht auf meiner Wunschliste. Ich hasse Wookies. Mehr als alles andere. Okay, ich dachte, ich könnte da so. Oh. Okay. Wow. Klingt nach. Ich geh hinauf. Ach man. Oh Mann. Oh mein Gott, das sah so gruselig aus, wie der gerade so angestürmt kam, ne? Ja, und nur auf mich geguckt, ne? Das ist noch ein anderer Typ. So, schnappt ihr den? Den kriegen wir dann nicht raus. No. Oh, ein AAT, glaube ich, AAT-Panzer. Ah, jetzt kommen so viele Sachen, die ich wieder kenne. Eine coole Anspielung. In den ersten Episoden. Zu warten wäre keine gute Idee. Mit Erfahrungspunkte. Ja, jetzt kommen natürlich die Gegner alle. Ja, sagst du, die haben befeuert überhaupt. Ich werde nicht daneben schießen. Du hast voll daneben geschossen. Oder auch nicht. Mein Gott, ist er weit weggeflogen. Okay. Wenn du so darauf bestehst. Kein sehr herzlicher Empfang. Anklopfen ist wohl keine Option. Wir suchen unseren eigenen Weg. Oh Leute, müsst ihr mal irgendwie so blöde Sprüche hinterlassen. Schießen auf uns. Ich glaube, die sind nicht unsere Freunde. Irgendwelche Ideen, Kerl? Riechst du das auch, BD? Vielleicht. Denkst du, du kannst diese Kupplung zerstören? Absurd. Finden wir es raus. Im Zweifel? Sieht irgendwie so gruselig aus, wie der irgendwie mit der Brust irgendwie als erstes irgendwie so nach vorne fliegt, ne? Es wäre irgendwie so ein Dämon, der irgendwie an einen, der irgendwie sich so an einen heranzieht, irgendwie so. Ja. Hallo? Ja, dann keinen Bock mehr. Na also. Meins. So, dann könnten wir mal wieder einen neuen Stim oder so bekommen, ne? Kurzer Kinnbart. Meiner. Sieht so komisch aus, dieser Standardfrisur so als Profilbild, ne? Ich weiß schon gar nicht, wie das so aussieht, so standardmäßig. So halt. Okay. Ich hab gedacht, vielleicht wäre hier irgendwas. Aber anscheinend nicht. Marin hat also doch beschlossen zu kommen. Ja,
herausfinden, ob das Tenalor dem Pfad wirklich weiterhelfen kann. Alles klar. Aber seit sie hier ist, wirkst du fröhlicher. Okay, konzentrieren wir uns. Sie braucht uns. Sie mag dich. Das war das Fairy Tale nochmal. She likes you. Gibt's irgendwie so eine Szene mit Happy, glaube ich. Ich kenne mich in Fairy Tale nicht aus. Ich wollte nur mal darauf anspielen, dass da auch so eine Szene gab. Okay. Soll ich da runter? Aber dann sterbe ich doch, ne? Wenn ich da runterspringe. Na Ding, komme ich da hin? So, boah. Ich bin mir ziemlich sicher, er hätte irgendwie so da runterspringen können, jetzt mal ganz ehrlich. Ich bin mal auf D-Nap in einen Frachter eingebrochen. Ach, irgendwelche Tipps? Nein. Es war überhaupt nicht wie ein Luke Hulk. Ich weiß gar nicht, warum ich das erwähnt habe. Kannst du das wegschaffen? Absolut. Ich habe unser Problem weggeschossen. Ja, was nicht funktioniert, einfach drauf schießen. Dann ist es schon weg irgendwann. Los bitte. Okay. Oh mein Gott. Von jetzt hacken. Will ich eins hacken? Hier so. Das passiert öfter als man denkt. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Komm schon, weiter geht's. Habe ich nicht mitbekommen, hätte ich gern gehört. Mann. Ich bin nur direkt irgendwie da runtergefallen bei dem. Mädchen da, Mädchen dazu hören können. Erkennt. Da kehrt Kerl ja gerade wieder zu seinem Wurzeln zurück, ne? Wenn er jetzt hier und so ein Schrotthaufen hier rumkrabbelt, ne? Und klettert. Hast du mich vermisst, BD? Boah. Da merkt man echt schon, dass irgendwie Disney Produkt von, dass Star Wars ein Produkt von Disney ist, ne? So Marvel und so. Nach jeder Aktion irgendwie so ein blöder Spruch, ne? Ne, so moderne. Oh. Modernes Storytelling, ne? Jeder Charakter immer irgendwie so einen kleinen frechen Spruch ablassen muss, ne? Mal es irgendwie cool und intelligent drüber zu kommen. So stelle ich mir vor, ne? Also ich finde, fand das schon immer dämlich. Deswegen habe ich auch noch nie irgendwie so. Deswegen war ich ja noch nie so ein Fan von so Marvel und DC und so was. Ne? Hast du halt gerade aufgeschossen? Commander. Weil ich konnte mich noch nie irgendwie so mit diesem Humor so von so. Von so Marvel und all so was anfreunden irgendwie. Disney hat das jetzt auch irgendwie mehr, habe ich so das Gefühl. Disney Star Wars hat das jetzt auch irgendwie immer mehr, habe ich so das Gefühl. Von der neuen Trilogie wollen wir gar nicht erst reden. Ne? Aber ja. Ich sehe sicher, da unten gibt es auch noch was, aber. Ne? Final Fantasy 16 macht das auch mit Clive, ne?
Jedes Mal, wenn der irgendwie so einen Boss erledigt, ne, so. Ha. Der Gegner ist rund. Oh, es hat sich ausgekugelt. Ha. Oh, erzähl mir noch mehr. Der geilt sich ja an den Druid hoch. Kontakt. Du hast einen Freund. Okay. Zeigen wir sie. Oh, sehr gut. Das war's. Alles gut, BD? Weiter nach oben, ja? Komm, fangen wir mal nach BD. Ich bin auch noch hier. Da. Ich habe nie an dir gezweifelt. Ist ja unten, da war ich schon, ne? Geh weiter. Ich sehe mich um. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber sei vorsichtig. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber es turnt mich an. War so geil. Kollege. Oh! Hilfe gebrauchen. Was? Geil. Geil. Da, oh, geil. Wie die Stimme so irgendwie nachgegeben hat, als er gestorben ist. Der gutes Detail. Das klingt mir nicht so pro. Ich dachte, da wäre. Also auch locker runter, ne? Ich klettere an einem schrottreifen Kriegsschiff hoch, fast wie in alten Zeiten. Ja, dann habe ich gerade gesagt, Kerl. Wir sind auf der gleichen Wellenlänge, du und ich. So, wo muss ich hin? Ach ja. Das Spiel ist eigentlich nur Crash Bandicoot, ne? Wo wollen die denn hin? Klettert sie an so Dingern hoch, ne? Das ist irgendwie so komische Sprungeinlagen in diesen Machtrissen. Das Spiel ist eigentlich Crash Bandicoot. Hauptcharakter hat orange Haare. Ist ein neuer Gegner? Nein, da bist du eine Magna-Wache. Alter. Da war mal ein Boss. Dich. Okay. Da war mal mein Boss. Und ich komme einfach und schnetzel den kaputt. Okay, da war gut. Weitermachen. So, ich scheine irgendwie keine Geheimnisse. So viel dazu. Ja, nun. Ich frage mich, wann ich nochmal zu diesem Mond zurückkehren soll. Wenn ich irgendwie eher diesen Kopfgeldjäger erledigen muss. Irgendwann, ne? Kann man ja mal irgendwann machen, nur nicht jetzt.
Nun? Damit könnten sie einen ganzen Planeten erobern. Oh, da unten sind auch noch welche. Oh, ich habe einen Moment lang gedacht, die hätten diese eine Musik abgespielt, diese weil die tue ich immer mit der KOS identifizieren. Haltet den Bereich abgeriegelt. Was immer Ravis vorhat, es hat unerwünschte Aufmerksamkeit erregt. An jedem anderen Tag wäre ein Diebstahl von diesen dummen Prospektoren bedeutungslos. Aber jetzt haben sie Unterstützung im Kampf. Ich kann hören, wie sie herumschwirren. Oh, das klingt nicht gut. Hey, wer bist du? Ich wollte auf so einen anderen Typen runter. Haltet sie auf! Zeig mir deine Kraft! Geh doch mal weg. Jetzt mich wieder getroffen. Mein einen Typen habe ich gerade voll erledigt, ne? Boom. Das ganze Schiff weiß jetzt, dass wir da sind, oder? Ach, ist doch nichts Neues. So, ich habe jetzt zwei Wege gerade. Auf ganz einfach geschaltet, cool. Vollstrecker. Aha. Ja, gehen wir noch ein bisschen weiter, ne? Halt dich da fest! Ah, haben wir uns doch. So, wurde mir gar nicht. Oh, ich hasse es, wie diese Dinger immer noch angezeigt werden. So, da muss ich irgendwo hin. Nämlich da hoch. Und da bin ich doch nicht gerade. Ne, da bin ich durchgegangen, ne? Ja, da bin ich durchgegangen. Ich dachte, wäre irgendwie so ein Geheimort oder so. So. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas holen konnte. Ich brauche jetzt so im Standard immer so 2 oder 3 Punkte, ne? Okay, ich dachte mal schon angreifen. Ups. Positiv. Aber die Zeit wird sogar kurz angehalten, glaube ich, ne? Du bist ziemlich gut justiert, was? Dann nehme ich dich eben selbst auseinander. Was ist das? Nicht gut genug. Ah. Nicht mit mir. Jetzt bin ich dran. Also mal auf, wenn diesen Angriff mal zu blocken. Zu schnell. Ich pariere, ne? Und direkt danach kommt die trotzdem und greifen wir. Also ich dachte, die meinen mich. Ich dachte, die haben gesehen, wie ich da am Klettern war oder so. Die müssen wir öffnen. Jetzt bin ich dran. Ja, er macht ihn einfach voll locker platt, als wäre absolut gar nichts, ne? Obwohl, ich hab ja gerade auch gemacht, ne? Der prügelt ihn einfach kaputt, ey. Gut, dass du noch in einem Stück bist.
Alter. Ja, BD1. BD1, ne? Nicht schlecht. So, ist das schon wieder eine andere Währung, nicht da? Was ist da oben? Das ist so ein einsamer Druide. Ja. Ist sie das nicht? Da ist sie doch, oder? Ist sie das? Steht einfach da irgendwie so. Da kann man auch hoch, glaube ich. Ich hier hoch, ne? Ja. Sind die überhaupt lang jetzt? Warte, warte. Soll ich da überhaupt durchgehen? Wird mir hier rot angezeigt. Ja, warte jetzt. Pff. Na, nee, dann spawnt er wieder, ne? So, da muss ich hin. Sieht aus wie so ein typische Level in Star Wars Jedi Knight. Oh Gott. Meins. 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 Hartnäckigkeit. Oh, ich dachte, wäre ein Glas. Ich weiß nicht, wo ich hier gerade lang gehe. Aber einer nach dem anderen. War jetzt nicht so schwierig, Mann. Oh, Commander. Oh, jetzt kann ich den Ding färben. Sehr cool. Meins. So. Ich glaube, wir haben alles, ne? Guck ich so zurück? Ja, ne? Ich habe so das Gefühl, ich hatte irgendwie Spaß mit Assassin's Creed und so, ne? Diesen ganzen Spielen. Wo du irgendwie so klettern kannst und so, ne? Früher habe ich mal irgendwie so eine Demo von Prince of Persia gespielt. Die hat mir schon Spaß gemacht. Und dann nie wieder. So damals für die PS2. So an den Wänden läuft. Da war so das erste Spiel, wo du irgendwie so an Wände läufst, konntest, hatte ich so Gefühl. Und Zeitlupe, Zeit zurückdrehen, das war voll cool Konzept. Moment. Hörst du das? Droide, Kas. Sie haben Schildgeneratoren. Nicht dein Tag. Oh Mann. Ja, wir haben jetzt kein Doppellichtschwert. Dein Ziel, Kestis. Wie sollen wir die erledigen? Blaster ist bereit. Gib nicht auf. Hallo, Rede, das war eigentlich schon immer cool. Was noch in hier die Powerbells, wie man die erledigen muss, ne? Immer die Schilde kaputt hauen. Das waren wohl alle. Das erste Mal habe ich mit meinem Meister während der Klonkriege gegen Droide Kas gekämpft. Ich bin erstarrt. Er musste sie ausschalten. Er war ja noch ein Kind, ne? Das hoffe ich. Na, er war ja noch ein Kind damals, ne? So Kel, nicht der Meister, ne? Okay, Kel, ich kümmere mich um sie. Ja. Okay. Cool. Feinde in der Nähe. Ich gebe dir Deckung, Kel. Wir hätten vielleicht ein bisschen eher sagen können, ne? Na, verdammt.
kümmere dich mal um den. Den sein Ding ist schon wieder voll. Ha. Du weißt, dass nicht nur dabei ist, Tannelor zu finden, oder? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Wie du meinst, Kerl. Unaufhaltsam wie immer, BD. Ist für die gute Sache dabei, nicht wahr? Also. Okay, sehen wir mal nach, was wir hier haben. Ein Turbolift. Ist da drin der, von dem ich denke, dass das ist? Das muss ich mir genauer ansehen. Ja, das ist sie. Ja. Wo fährt er hin? Zum Kontrollturm. Dann ist das unser Ziel. Ich sehe ein Problem. Da unten. Droiden. Wir haben schon Schlimmeres gesehen. Sieh dir diese GAPs an. Ich habe einen Plan. Ich dachte immer, die heißen Gaps. Ich habe die mal Gaps genannt. Nun, ich mache etwas Lärm, locke sie weg. Du schleichst vorbei. Wir treffen uns wieder beim Turbolift. Was denkst du? Hat die Panzer? Die heißen noch nicht Gaps. Riskant haben wir längst hinter uns gelassen. Viel Glück. Dir auch. Ich bin mir ziemlich sicher, diese Art, ich will die jetzt nicht Motorräder nennen, aber es waren so die Motorräder von den Druiden. Hießen die nicht Gaps? Diese kleinen Baundinger, die irgendwie so. Er weiß, was er tut. Weil da waren so halt Motorräder für Druiden. Ich weiß nicht, wie ich das anders erklären soll. Da konntest du irgendwie so festhalten, dann bist du damit rumgeflogen. Da gab es auch so eine Level in Jedi Power Battle, wo du mit den Dingern rumfliegen bist. Ja, vielleicht hießen die Steps, kann auch sein. Ich glaube, die sind Steps. Also SDAB, dann nehme ich mal an, ne? Nicht. Wenn es soweit ist, gebe ich Signal. Was für ein Signal? Gebe ich Signal. Es wird dir nicht entgehen. Sag doch einfach. Was ist, wenn es mir entgeht? Ich mich da festhalten. Ja, ne. Was gibt's? Okay. Ja, Ende. Ah, ich bin tot. Genau nicht. Ja, ich habe den Angriff ausgeübt. Wenn ich davon getroffen wäre, wäre ich tot. Aktivieren, okay. Okay. Na, dann mal los. Konzentration. Was schlägt mich der Dicke denn so an? Wie man Aufsehen erregt. Okay. Müssen wir nur noch auf das Signal warten. Nächster unten. Was sind diese roten Dinge? Aber was könnte denn das sein? Ja, hallo. Ach so. Geht nicht auf. Ich dachte, da nehmen wir noch eine Truhe. Bald werdet ihr einem. Das sind die ganz klassischen Druiden, also ohne Lackierung und so. Wow. Ja, voll einfach, wenn man den Schild erledigt. Ich sehe dich, Schleicher.
Nenn mich nicht Schleicher. So von meiner Vergangenheit mit diesen Viechern in anderen Videospielen konnten die immer, ich weiß nicht, irgendwie so normal angefangen, irgendwie so abwehren, irgendwie in jedem Spiel. Du musstest immer die Schüsse irgendwie zurückballern, um die zu erledigen. Was sagt mir, ich krieg hier nicht kaputt. Ah, cool. Okay. Ach, Kollege. Ich weiß nicht, wo ich hin muss hier. Aber mach das jetzt bitte nicht so ein Trend hier. Nein, 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 nein. Hier ist niemand mit dem Namen Roger. Ich wollte gerade aufhören. Und wie komme ich denn da hinten? Da ist nicht so. Ja, also. Ja, tut ja automatisch irgendwie abblocken, ne? So ein bisschen beim Rennen. Ich meine, ich muss einfach nachgucken. Das ist ein Upgrade. Hallo? War nicht hier? Gott, wo bin ich jetzt schon wieder? Ja, aber das. Nee. Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Hier, yeah, boah. Ja, da komme ich daneben neben nicht an. Das ist eine Tür. Für zwei Schwerter kann ich noch besser abwehren. Irgendwie auch verpasst, wenn man den nicht ab und nicht kaputt machen kann. Ich glaube nicht, ne? Und nun, um meine Arbeit zu testen, Droide, töte ihn. Roger, Roger. Aber du hast es geschafft, dass ein Droide jemanden tötet, also. Ah. Was bist du denn für einer? Au! Oh Mann. Ah, oh, was zum? Ich hab schon Schlimmeres überlebt. Oh, was zum? Gib dir ein BD. Ich gebe niemals auf. Boah. Na. Weiter kaputt. Was? Au. Sie werden nicht wissen, was sie erwischt hat. Schön, dich zu sehen. Gleichfalls. Oh mein Gott. Irgendjemand einen Hammer dieser Größe? Jetzt nicht mehr. Ich konnte den Weg zum Turbolift nicht finden. Nun, dann suchen wir gemeinsam einen. Jetzt soll ich ein bisschen früher auftauchen können, Kollege, ey. Boah. Ich bin schon gefragt, wer ist denn da noch aufgetaucht, ey? Hat mir jetzt nicht so gefallen. Okay, ganz ruhig, ganz ruhig. Kann ich dir irgendwo sagen, du sollst irgendwo was abschießen oder? Hey BD, hilfst du mir mal?
hervorragend. Okay, ich war schon. Nee. Da kann ich mich nicht festhalten. Da kann ich nur an der Wand laufen. Weil das Spiel sagt einem ja schon, wie man das machen muss, ne? Einfach öffnen können, Kollege, ne? Da ist nicht so aus, als wäre die kaputt oder so. Aber okay, ich sag ja nichts. Also dann glaube ich nicht, dass das Jetpack irgendwie stark genug war, um das so ein Metallding hochzuziehen. Oder du stark genug warst. Dann sind wir ja mittendrin. Na, wenigstens sind die optimistisch, ne? Ich gehe mich mal kurz hier heilen. Vielleicht so einen Punkt ausgeben. Wenn ich bestimmt wieder was Neues haben, ne, was ich hier holen kann. So. So, ich habe gar nichts für Doppelklinge, sehe ich gerade. Ich will all diese Reflexionsdinger haben. Ja, dafür ein Wirbelschlag aus, wenn du drei los ist. Aufteilen ist reflektieren. Diese ganzen Reflexionsangriffe, die sind auf jeden Fall die, die ich haben möchte. So, ein bisschen machen wir noch, ne? Ich dachte eigentlich nicht, dass da so viel kommt, ne? In diesen. Diesem Planeten, na? Ich glaube, hier war. Ich glaube, hier ist nicht der richtige Ort. Na. Nochmal. Ich hätte gerne mal die paar AP zurück hier, wenn es geht, ne? Hier lang. Boah. Ja. Wo seid ihr? Ich habe euch gerade gehört. Alter, könntest du wenigstens mal kurz nach links oder rechts gucken, ne? Ihr könnt überall Gegner sein. Genau, von hier kam ich. Nicht freundlich. Dann gehst du dann schon wieder direkt auf mich los, ey. Bäh. Bringt irgendwie nichts immer am Ende des Kampfes, ne? Der Typ ist schon tot gewesen, also hier ist schon alles tot gewesen, meine ich. Bringt jetzt nichts mehr. Jetzt brauche ich die Erfahrungspunkte.
Ich dachte, aber jetzt so eine dicke Truhe gewesen mit Stimps und so. Die Raiders haben es sich jetzt ziemlich gemütlich gemacht. Droide, was machst du da drüben? Warte auf Befehle. Steh nicht rum. Durchsuche jeden Feinde in der Nähe. Sektors. Boah, warte doch mal. Oh mein Gott. Wir sind noch nicht fertig. Es geht. Es scheint aber wesentlich die Aufmerksamkeit von die auf sich zu ziehen, wenn ich denen so einen Befehl gebe, ne? Was ist denn der andere Ort? Wir brauchen Platz zum Leben. Wenn jetzt eine andere Arbeit aussuchen müssen. Sicher? Warst du nie auf Marek 9? Gegner in der Nähe. Ah, komm. Das sah voll so aus, als könnte ich da laufen. Ja, komm mal näher. Komm du doch rüber. Muss ich jetzt hier runter? Oh, was zum wir sehen, wie dich kaputt geprügelt haben. Ich versuche die beiden Druiden zu erledigen, die haben mich voll kaputt geprügelt. Ah. Ah. Jetzt du Hilfe. Gib mir eure Masken. Boah. Power zum. Ich weiß manchmal nicht, was ich in der Situation tun soll, wenn wir, wenn unsere Waffen so ineinander gekreuzt sind. Und ich verliere ja immer diese Konfrontation, ne? Und die kommen dann immer und haben noch einen Angriff danach. Ich weiß nie, was ich in dieser Situation tun soll. Weil ich nie weiß, ob ich schnell angreifen soll oder ausweichen. Ganz ehrlich, als ich hier reingegangen bin, habe ich erst gedacht, so, weil das Ding war ja ungefähr hier, ne? Das Quest. Ich dachte, wir gehen nur kurz hier rein. Und dann heißt es, oh, okay, wir sind ja fertig. Oh. Du das runterwerfen? So gut wie erledigt. Ich gedacht, dass ich ja noch in so ein ganz rein, ganz Schiff so reingehen muss. Jetzt ist keine Zeit zum Trödeln, Kerl. Was ist denn los? Muss ja auf einmal Stress. Weil es alles damit verbunden. Hm. Hier ist auch noch irgendwas. What? War ich doch nicht gerade, da war doch alles schon, ne? Ich habe schon wieder irgendwas übersehen, Kollege. Ja. Irgendwo hier. Was zum. Irgendwie soll ja ein Eingang sein. Da oben. Komme ich da hoch? Ich will da hoch.
Kommen wir da nicht hoch? Glaube ich nicht. Halt mich mal kurz an deinen Arm, Kollege. Jetzt wird auch noch flexen, weil er jetzt. Ich werde nur so fliegen, ey. Also komplett ohne Karte werde ich ja vollkommen aufgeschmissen, ne? So nur ganz nebenbei. Boah, wie komme ich jetzt hier raus? Wirklich. Wo bin ich denn jetzt hier, ey? Wenn ich darüber springen kann, ich glaube, ich hätte darüber springen können, ne? Vielleicht. Geonosiana. Jetzt würde ich aber gerne so einen Meditationspunkt finden, ne? Und Schluss machen für heute. Aber bis ich hier was finde, ne? So, da ist die Abkürzung. Wo ist denn der Meditationspunkt? Das ist da ganz hinten. Ja, ich glaube, da gehen wir lieber weiter, ne? Da kommt doch bestimmt jetzt hier irgendwann einer, ne? Pass auf. Oh Gott. Was jetzt? Oh, weiß nicht, ob das so eine gute Situation jetzt sehr ist. Was zum? Ist hier gleich noch ein Bosskontroll, also bin ich dran, ne? So nur ganz nebenbei. Okay, die Musik geht ja noch weiter, deswegen dachte ich. Ah, was? Das ist unfair. Das voll auf mich. Mach du immer. Nein, schon wieder so einer. Ich glaube, alles, was ich machen kann, ist jetzt hier zu warten, bis er hier kommt. Ah, oh, komm schon. Cool gemacht. Aber bloß nicht, dass ich nochmal gegen dich kämpfe, ey. Ja, da kannst du mal auf ihn auch losgehen, vielleicht? Auf ihn los, auf ihn los. Ich werde nicht nachgeben. Was für so ein Gladiator irgendwie. Perfekt. Sehr gut. Ja, das war schon was. Ich glaube, die mögen uns nicht. Boah, ihr beiden, ne? Ich kann auch ruhig mal einen so einen Kampf machen, ohne irgendwas mal abzulassen. Irgendwie ein bisschen cooler. Ein bisschen cooler rüberzukommen, so, ne? Einfach ohne Kommentar so stehen zu lassen.
So, also langsam hätte ich aber gerne mal so einen Meditationspunkt, ne? Also eine Abkürzung zu einem Meditationspunkt. Ich komme jetzt eine Cutscene. Wir retten also sie, hauen ab, finden Tenelor und dann... Was? Ich plane nur von Tag zu Tag. Vielleicht irgendwas mit Marin? Ah, sie hat ihren Weg, ich habe meinen. Ja, ich weiß, Jedi wollen sich nicht binden, aber... Das ist wahr. Vergiss nur nicht, wer du wirklich bist. Ja, und was meinst du damit? Vertrau auf dein Herz. Die Lage da draußen wird nur schlimmer. Das Leben ist wertvoll. Und das Glück auch. Ich wünschte, es wäre so einfach. Es ist so einfach. Wenn du eine Zukunft mit Marin siehst, akzeptier sie. Versteh's nicht. Ich kann nicht einfach... Oh, Mann. Boot. Hey, Klappergestelle. Hier drüben. Noch ein Stück. Perfekt. Danke. Ich suche einen anderen Weg. Du findest den Droiden. Okay. Und bleib am Leben. Na. Ah, gut, ich versuch's. Also bitte keine Gegner mehr, 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 bitte keine Gegner mehr. Das ist nicht besonders einladend. Oh Mann. Meditationspunkt bitte. Ich glaube, hier war schon lange niemand mehr, Kumpel. Oh Mann, was ist da oben? Droiden aus der Waldanlage? Den okay. Gott. Also nicht in diese Richtung. Verdammt. Oh Mann. Alter. Das ist jetzt ja auch ein Jumpscare. Dagen wird sie zerstören, um zu bekommen, was er will. Er ist besessen. Wir hätten sie nicht am Außenposten zurücklassen sollen. Wir müssen sie zurückholen. Okay. Wir kommen jetzt so rückblenden hier, bevor wir irgendwie Darth Vader begegnet sind hier im letzten Teil am Ende. Spoiler nehme ich an. Ja, hier so ruhig, hier sind so dunkel, ne? Oh Mann. Ach, er ist das. So, er hat so Tentakel da. Ich habe null Stimpacks, Kollege. Oh, sehr gut. Gut gemacht, BD. Boah. Oh Gott, muss ich aber ausweichen? Ah! Leute, ich kann nicht. Sie haben uns. Wir müssen hier sofort verschwinden. Ah.
Da. Das war clever. Manchmal liegt die Lösung eines Problems in der Sichtweise. Betrachte die Situation immer aus verschiedenen Winkeln. Und dann schmettern die Geschütze zu zerstören. Okay. Okay, cool. Immer eine neue Perspektive, was hier? Was in gehen wir. Was in dem Spiel kreativ denken? Hab ich ja gar nicht gedacht, ne? Das hat gesamte Spiel doch eigentlich. Okay, gut. Hat man noch ein bisschen Action. In den letzten Minuten. Aber ich würde sagen, wir haben schon wieder lange überzogen und ich mache für heute Feierabend, ne? Und auch heute aufzunehmen, weil mein Gott, ich habe jetzt schon sehr lange aufgenommen heute. Und ja, gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich voll freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder bei Star Wars Jedi Survivor. Dankeschön, ciao.